Heute gibt es von mir mal wieder ein Razer Peripherie Video. Drei neue Geräte, die ich in den letzten Monaten testen durfte, und ihr könnt sogar noch was gewinnen. Was das sein könnte, das erfahrt ihr am Ende. Viel Spaß! Hallo ihr Techies da draußen und herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, und heute gibt es mal wieder ein klassisches Peripherie-Video, in dem ich euch zeige, was ich so in den letzten Monaten genutzt habe für Peripherie, fürs Gaming, und zwar die Geräte von Razer. Die sind ganz neu, ich habe drei neue Geräte von denen bekommen. Wir haben hier einmal Kopfhörer, einmal eine Maus und natürlich eine Tastatur, sonst würde das ja auch schlecht gehen, so mit dem PC-Gaming. Wie ihr wisst, diese Kopfhörer, die hatte ich jetzt auch schon in drei verschiedenen Versionen. Das hier ist die dritte Version. Ich liebe diese Kopfhörer mit diesem kleinen Öhrchen, weil ich das einfach unfassbar süß finde und irgendwie was sehr Besonderes. Und ihr seht auch, das Ganze ist in der Quarz-Edition, also in der pinken Edition. Könnte man sagen. Man könnte es nicht nur sagen, es ist auch tatsächlich so. Also diese Geräte sind wirklich sehr, sehr pink. Ich mag's. Ich finde, es sieht irgendwie cool aus und hat irgendwie was, anstatt dieses typisch Schwarze, was man ja sonst so auf den Schreibtischen, auf den Gaming-Schreibtischen so findet. Es passt ja auch ganz gut zum anstehenden Valentinstag. Der ist ja schon in der Woche. Und deshalb hat sich Razer überlegt, wäre doch ganz cool, wenn wir da was verlosen könnten. Und da wird es dann für euch spannend, denn tatsächlich verlose ich all diese drei Geräte an euch. Ihr könnt diese Geräte gewinnen. Mehr dazu gibt es am Ende vom Video, da erkläre ich euch dann alle Teilnahmebedingungen und was ihr machen müsst. Aber damit ihr jetzt auch einen Plan habt, was die Geräte überhaupt können, gucken wir uns die jetzt mal genauer an. Und ich würde sagen, wir fangen einmal mit der Tastatur an. So, das hier ist die Tastatur und ihr seht schon, die Handballenauflage ist ein bisschen wobbelig hier unten dran. Die ist nicht nur magnetisch oder sowas befestigt, die ist auch nicht fest verbaut, sondern die kann man tatsächlich abnehmen. Ich komme gleich nochmal auf die Handballenauflage zu sprechen, aber erstmal gucken wir uns die Tastatur an. Wir haben hier ein sehr schlankes Design, würde ich sagen. Gibt es ja auch nicht so viel Platz für viel Schnickschnack, viele Tasten, die man irgendwie belegen kann oder so. Das Einzige, was einem sofort ins Auge sticht, sind hier oben die beiden Sachen. Das hier sieht total witzig aus. Ich fand es total cool. Es sieht aus wie so eine Massagerolle irgendwie. Fun Fact ist es nicht. Wer hätte es gedacht? Sondern diese Taste könnt ihr belegen, wie ihr wollt. Oh Wunder. Und daneben haben wir auch noch eine Multifunktionstaste. Die ganze Tastatur ist leider im US-Layout gehalten. Ich habe es bei meiner letzten Tastatur, die war auch im US-Layout. Das heißt, wir haben hier also eine QWERTY-Tastatur und keine QWERTZ-Tastatur. Ich habe einfach die Tasten vertauscht. Also das fällt auch gar nicht weiter auf. Auch wenn man hier sieht, dass die Tasten so einen kleinen, so eine kleine Wölbung haben, fällt das nicht auf beim Schreiben oder so. Also ich habe einfach Z und Y getauscht. Das geht auch ganz einfach. Ganz wichtig bei so einer Tastatur ist ja der Widerstand, wenn ich eine Taste nach unten drücke. Und für mich auch wichtig, die Lautstärke, mit der das geschieht. Und wer hätte damit rechnen können? Das ist eine mechanische Tastatur, also hört man das Klicken auch. Die Tasten sind hier sehr hoch. Razer verbaut hier hauseigene Switches, also das, was quasi da drunter ist, unter einer Taste. Das sind die grünen Switches, die grünen Schalter, und die zeichnen sich halt deutlich durch so einen spürbaren Widerstand aus und eben auch durch dieses, ja, charakteristische Klicken, würde ich mal sagen. Beim Gaming fällt das gar nicht so groß auf. Also wenn ihr da irgendwie WASD drückt oder so die ganze Zeit, dann passt es. Alles cool. Das Ding ist halt nur, wenn ihr zwischendurch mit euren Freunden zum Beispiel im Chat schreibt oder auch an dieser Tastatur längere Texte schreibt, was ich persönlich jetzt nicht empfehlen würde, weil das tatsächlich, also es ist wirklich eine Gaming-Tastatur, ja, dann stört das Klicken schon. Also das geht dann einem irgendwann echt auf den Senkel, auch wenn das dann die ganze Zeit noch so nachhallt. Ich weiß nicht, wie ihr schreibt, aber ich schreibe halt mit 10 Fingern. Das heißt, man hat dann halt dieses, die ganze Zeit dieses Klackern. So ungefähr. Ich schreibe auch in der Schnelligkeit, ja, genau.
Was mir als erstes aufgefallen ist bei der Tastatur, bei dieser Black Widow V3, ist, dass die Tasten ziemlich hoch sitzen und dadurch eben die Möglichkeit besteht, dass die Beleuchtung darunter sich so richtig schön strahlt. Und es sieht einfach richtig, richtig geil aus, gerade wenn man auch so abends zockt im dunklen Zimmer. Geil, richtig, richtig cool. Ich drehe die Tastatur auch mal um, dann können wir auch mal die Unterseite uns anschauen. So, wir haben hier beispielsweise einen Kabelkanal, wo ich das Kabel der Tastatur dann eben halt in der Mitte oder auch links und rechts rausführen kann. Und ich kann die Tastatur auch in zwei verschiedenen Höhen nach oben klappen, dass sie so ein bisschen angeschrägt ist. Und jetzt nochmal zu dieser Handballenauflage. Die, wie gesagt, die kommt eben hier vorne, wird hier so dran gestellt. Und ich dachte irgendwie, das sieht so ein bisschen ledermäßig aus. Und das fände ich halt tatsächlich sehr, sehr cool, wenn das hier vorne, dieser Teil zum Beispiel, hat auch so ein Ledermuster irgendwie, wenn das irgendwie Stoffbezug hätte, Leder, wäre ein bisschen too much, aber halt irgendwie was anderes außer Plastik, aber es ist tatsächlich leider alles nur Plastik. Was dieses Paket der Tastatur schön ergänzt, ist natürlich eine passende Maus und die habe ich hier in Form der Viper Ultimate. So, jetzt kommt die Tastatur mal weg, denn wir wollen uns ja jetzt auf die Maus konzentrieren. Ihr seht schon, wir arbeiten uns vom unspannendsten zum spannendsten Produkt vor. Die Maus finde ich tatsächlich nämlich sehr spannend, denn die hat ein Charging Dock dabei. Auf dem könnt ihr die Maus wireless chargen, aufladen. Diese Maus habe ich echt lieben gelernt, weil die so viele Tasten hat, die ihr frei belegen könnt. Also natürlich erstmal linke und rechte Maustaste, das dürfte aber klar und logisch sein. Dann habt ihr natürlich die Mausradtaste, das Mausrad könnt ihr auch drücken. Und ihr habt jeweils an beiden Seiten nochmal zwei Tasten, die ihr frei belegen könnt. Ich finde, die klickt sich auch sehr schön, diese linke und rechte Maustaste. Aber das sollte bei einer Maus natürlich logisch sein, dass die sich gut klickt. In der Hand liegt sie auch ziemlich gut und gleitet auch sehr gut über den Tisch, wenn man dann eine entsprechende Unterlage hat und nicht so wie ich hier Kleber auf dem Tisch. Naja, auf der Unterseite finden wir einmal ein kleines Fach, wenn ich es dann aufkriege. Da kommt der USB-Stick rein, der halt an den PC gesteckt wird, damit ihr die beiden verbinden könnt. Auf der Oberseite haben wir nochmal einen Anschluss. Das heißt, falls ihr euer Dock irgendwie verlegt haben solltet oder gerade nicht dabei haben solltet oder so, dann könnt ihr die Maus natürlich auch per Kabel laden. Und wir haben einen kleinen Knopf zum Wechseln des Profils. Das heißt, ihr könnt euch auch verschiedene Profile für die Maus anlegen, je nach Spiel beispielsweise. Wie mache ich das? Natürlich mit der Synapse-App. Ganz logisch. Damit könnt ihr dann auch eben die ganzen Farbmodi einstellen und natürlich auch die Tastenbelegung. Aber das dürfte mittlerweile klar sein für die Leute, die sich für Razer-Geräte interessieren. Nun haben wir ja hier eine Maus, die ohne Kabel funktioniert. Das heißt, bei der Maus ist es auch wichtig, wie latenzfrei die meine Bewegungen an den PC überträgt. Und Razer hat hier eine Hyperspeed-Funktechnologie eingebaut. Das heißt, die funktioniert hier mit 2,4 GHz in einer Reichweite bis zu 10 Metern. Soll das Ganze latenzfrei funktionieren, also ohne Ruckler. Das kann ich auch absolut bestätigen. Also da gab es bei mir in der ganzen Zeit, in der ich jetzt die Maus benutze, und das sind jetzt 2 Monate knapp, überhaupt gar keine Probleme. Nicht mal dann, wenn der Akku droht leer zu sein. Die Akkulaufzeit würde ich so auf 60 Stunden, 70 Stunden, irgendwie sowas schätzen. Ich habe jetzt die Zeit nicht gestoppt, aber es war auf jeden Fall sehr, sehr lange. Der Akku wird dann eben, wie gesagt, auf diesem Ladedock hier voll aufgeladen und ihr könnt dann, wenn das Kabel hier angeschlossen wäre, dann würde die Maus hier oben an diesem Razer-Logo auch anzeigen, wie voll der Akku ist. Also grün bedeutet dann ganz voll, rot ist ganz, ganz blöd. Dauert so ungefähr 3 bis 4 Stunden, würde ich schätzen. Falls ihr die Maus aber über Kabel laden wollt, also hier vorne, dann könnt ihr sie natürlich auch noch weiterhin benutzen. Also dann funktioniert das wie in einer ganz normalen Kabelmaus.
Also insgesamt ein recht gutes Paket. Das einzige Manko, was ich dabei sehe, ist, dass diese Maus für eine Maus halt sehr teuer ist. Also die kostet jetzt 150 Euro in dieser Ausstattung, mit diesem Charging Dock. Und das ist halt doch recht viel dann für eine Maus. Ihr müsst aber nicht so viel Geld ausgeben, denn ihr könnt ja heute bei mir gewinnen. Wie das geht, darauf kommen wir gleich. Zunächst besprechen wir aber erstmal den Kopfhörer, den ich ja auch noch habe. Und das ist für mich so mit das spannendste Produkt. Das hier sind die Kraken-Kopfhörer in einer Bluetooth-Version und in der Kitty Edition, das heißt mit süßen Öhrchen dran. Und ich hatte diese Öhrchen-Kopfhörer von Razer schon seit der ersten Version, könnte man sagen. Denn damals gab es auch schon diese Kitty Edition, allerdings ohne diese fest verbauten Ohren, die musste man damals noch so dran basteln irgendwie oder dran binden. Basteln klingt jetzt so nach DIY. Nee, also das war ein tatsächliches Produkt von Razer, wo man diese Öhrchen dann eben an den Bügel dran binden konnte. In der zweiten Generation waren die Ohren dann schon fest verbaut. Allerdings waren die Kopfhörer halt immer noch mit Kabel und jetzt sind sie fest verbaut, einerseits die Ohren und es gibt auch kein Kabel mehr. Auch das Design hat sich verändert. Vorher waren das ja so richtig große, bullige Gaming-Kopfhörer und jetzt sind die so ein bisschen schlanker geworden und sehen eher aus wie so normale, ich nenne es mal Straßenkopfhörer. Und das hat folgenden Grund: Dadurch, dass wir jetzt ja Bluetooth-Kopfhörer sind, kann ich die nicht nur mit meinem PC oder Mac verbinden, sondern auch mit dem Smartphone oder dem Tablet. So, und das wäre ja irgendwie witzlos, wenn ich draußen in der Bahn, im Supermarkt, beim Spaziergang, sonst wo, mit so großen Gaming-Kopfhörern da sitze, auch noch mit so einem Mikrofon am besten vorm Mund oder so. Deshalb hat man sich dazu entschieden, dass man diese Bluetooth-Variante eben ein bisschen anders designt, sodass sie auch im echten Leben außerhalb des Bildschirms hübsch aussieht. Wie bei jedem anderen Kopfhörer auch, könnt ihr den Bügel hier in der Größe verstellen, damit er euch auch passt, der Kopfhörer. Auf der rechten Seite der Ohrmuschel haben wir hier hinten einen Powerknopf, mit dem ihr den Kopfhörer auch in den Pairing-Modus versetzen könnt und ihr habt ein Lautstärkerad. Auf der Unterseite ist einmal USB, Micro-USB. Was ich persönlich sehr rückschrittig finde, aber ein Micro-USB-Port verbaut, mit dem ihr den Kopfhörer dann aufladen könnt. Fun Fact an dieser Stelle, ihr könnt nicht den Kopfhörer aufladen und gleichzeitig nutzen. Das finde ich irgendwie blöd. Ich finde, da sollte Razer noch mal ein bisschen nachbessern. Ebenfalls auf der rechten Seite sitzt ein kleines Mikrofon hier unten an der Ohrmuschel nach vorne gerichtet und das reicht für solche Chat-Anrufe zwischen Freunden, wenn man mit Freunden zusammen zockt oder so, reicht das vollkommen aus. Alle Leute haben mich super verstanden und auch Störgeräusche, wurde mir zumindest zugetragen, hört man nicht allzu doll oder irgendwelche Hintergrundgeräusche oder so. Also leistet gute Arbeit. Ich persönlich muss aber sagen, für so Livestreams oder so nutze ich dann doch mal ganz gerne ein externes Mikrofon, zwar auch von Razer, aber da ist mir das einfach wichtig, dass da nochmal der Klang ein bisschen professioneller ist als von so einem kleinen Mikrofon, was hier am Kopfhörer verbaut ist. Der Klang bei solchen Kopfhörern spielt natürlich auch eine Rolle, das ist klar. Ich finde den Klang, finde ich echt gut. Ich hatte keinerlei Schwierigkeiten damit. Irgendwelche Aussetzer, Latenzverzögerungen und so weiter gab es überhaupt gar nicht, in der ganzen Testzeit nicht. Natürlich, das muss einem klar sein, kann man jetzt diese Gaming-Kopfhörer hier nicht mit 400 oder 600 Euro Kopfhörern wie die Apple AirPods Max oder auch die Sennheiser Momentum Wireless oder so, damit kann man die nicht vergleichen. Das ist aber auch nicht der Anspruch von Razer. Das hier ist eine Kombi aus Gaming-Kopfhörer und Straßenkopfhörer. Das klingt irgendwie so abwertend, gell? Ich meinte einfach nur ganz normale Kopfhörer, die zum Musikhören da sind. Aber trotzdem ist der Ton super, gerade der Bass. Kann ich absolut nichts dagegen sagen. Wenn euch das nicht reicht, wenn ihr euch irgendwie den Ton anpassen wollt oder so, dann gibt es eine App von Razer, einen Equalizer, womit ihr euch den Ton so individuell hinlegen könnt, wie ihr das braucht. Auch in der Synapse-App könnt ihr das machen. Und ihr könnt auch auf der App am Smartphone
auch die Beleuchtung des Kopfhörers. Also hier vorne leuchtet es ja, die Öhrchen und hier an den Seiten auch das Razer-Logo, das leuchtet auch. Das könnt ihr euch einstellen, wie ihr wollt. Das finde ich ganz witzig, dass das geht, auch am Handy. Und dann könnt ihr damit durch die Straßen laufen mit leuchtenden Kopfhörern. Ist doch süß, oder? Ich finde den Preis von den Kopfhörern, finde ich auch gar nicht mal so happig. Also jetzt verglichen beispielsweise mit der Maus, ne? Die Kraken Bluetooth-Kopfhörer kosten aktuell, also auch in dieser Kitty Edition, in Pink quasi, kosten die um die 100 Euro. Finde ich eigentlich absolut okay. Aber das Tolle ist, ihr müsst ja mit diesem Video auch nicht unbedingt diese Produkte kaufen und das Geld bezahlen, denn ich habe die hier alle nochmal in der Originalverpackung da, damit ihr sie gewinnen könnt. Und wie ihr das könnt, das erzähle ich euch jetzt. Diese drei Geräte suchen drei neue Besitzer. Das heißt, es wird drei Gewinner geben und diese drei Gewinner lose ich am 14.02., also pünktlich zum Valentinstag, lose ich diese drei Leute aus. Ihr habt also eine Woche Zeit, um an diesem Gewinnspiel teilzunehmen. Was müsst ihr dafür tun? Ihr müsst erstens meinen Kanal abonnieren und zweitens mir in die Kommentare schreiben, ja, welches der drei Geräte es denn für euch sein darf und warum ihr das gerne hättet. Dann kommt ihr in den Lostopf und ich verkünde dann am 14. auf Instagram und auf Twitter die Gewinner. Ich schreibe euch auch persönlich an mit einem Kommentar unter eurem Kommentar, damit ihr dann das auch mitbekommt, wenn ihr mir nicht gerade auf Instagram oder Twitter folgt. Könnt ihr aber natürlich auch sehr gerne tun. Ja, und mit der Ausstattung nutzt ihr dann eigentlich genau die gleiche Peripherie, wie auch ich sie hier zu Hause habe und mit der ich eigentlich, nicht nur eigentlich, sondern mit der ich immer zocke. Lohnt sich doch, würde ich sagen, oder? Ich wünsche euch viel Erfolg und viel Glück beim Gewinnspiel. Ich drücke allen Teilnehmenden die Daumen, dass sie dann im Lostopf ausgelost werden. Und wir sehen uns bei meinem nächsten Video wieder oder dann auch schon in den Kommentaren, wenn ihr die glücklichen Gewinner seid. Bis dahin, passt auf euch auf und macht's gut. Tschüss!